Let's go. Attacke. Auf jetzt. So, Friends, jetzt geht's los hier. Was geht ab, Bro? Moin. Der schönste Tag eures Lebens. So, Freunde, heute ein ganz besonderer Tag für Dejan und mich. Die Chefin ist auch dabei. Erstmal herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir werden heute was abholen für uns. Was es genau ist, werdet ihr gleich sehen. Wir sind auf jeden Fall gerade auf dem Weg nach Hannover. 9 Uhr morgens. Und wir sind schon sehr aufgeregt. Viel Spaß. Also, der Moment rückt immer näher. Wenn ich das noch durchhalten muss. Ich habe noch nichts gegessen zum Glück. Gönnst du dir noch? Was? Gönnst du dir jetzt noch? Ja, ich hab so doll Hunger, dass ich gleich umfalle vor Aufregung. So. Was ist los hier? Was machen wir denn hier? Wir holen meinen neuen Trabi ab. Oh, geil. Dann schau da mal, das ist der Trabi. Jacke brauche ich nicht, oder? Nein. Ich persönlich finde ja den hinten in Grau besser. Ja, dann kannst du den ja holen. Was? Und zufrieden? Weiß ich noch nicht. Erstmal mit Fahrt. Das wird ja was gleich. Hallo, guten Morgen. So, Leute, der Moment ist gekommen. Ich glaube, nein. Wie findest du das Auto? Gelb. Gelb, Banane, ne? Nein. Wirst du eigentlich auch damit fahren? Nein. Okay. Why? Was? Wieso? Warum ich nicht damit fahre? Ja. Mitfahre vielleicht, aber dann nicht damit fahren. Fahren? Nein, okay. Das darf ich nicht. Okay. Das wurde mir verboten. Okay. Ob du Dejan mitfahren darfst? Vielleicht. Maybe. Was versuche ich hier gerade, Alter? Versuch mit 3 Aufnahmemitteln irgendwas aufzunehmen. Geht nicht auf. Soll ich schon mal reinsetzen? So, das ist ja weich wie auf dem Sofa hier. Nicht. Okay, also es fühlt sich auf jeden Fall vom Sitzen schon mal an wie so eine, wie sagt man, Europalette. Aber eine sehr gut geformte Europalette. Hat sich gelohnt. Soll ich mal aufhören? Nein.
direkt vor uns. Lass mal eine Dame vorlassen. Ist der Tank schon leer oder was? Ja, der war ja noch 100 Kilometer drin. Und wie findest du ihn? Mega schön. Ja, ne? Mega gut. Wie war das erste Fahrgefühl? Mega ungewohnt. Der ist so schwer zum. Also ich darf wieder, ist mega schwer zu drücken. Aber werde ich ihn auch schon gesehen. Riechst du wie ein neuer Riech? Riechst du wie neuer Riech? Ich riech gerade nur Benzin. So, Dejan, wohin geht's denn jetzt? Jetzt geht's nach Leipzig. Was gibt's da? Ja, wir holen jetzt mal die Kiste aus. Ach, du kriegst auch eine Kiste oder was? Ich hab eine Kiste. Was funktioniert nicht? Das funktioniert nicht, oder? Nimm doch gerade auf. Achso. Der Kameraexperte. Mir funktioniert nicht, ja, doch. Ich kann traden. So, ich aber nicht filmen. Was? Der knallt! Ja, ich verstehe gar nichts. Okay, pass mal vor. Ja, geht schon. Jo, Andi. Jetzt wird's lustig, sag ich dir. Sehen wir da gleich alle wieder geguckt haben, ey. Holy shit. Und vor allem das Ding in diesem Auto halt es extrem, weil hier so wenig drin ist. Es ist halt alles hart. Ja, stimmt. Kein Schlucker vom Ton. Hier ist auch echt so wenig Platz. Was, ne? Mit dem fetten Gimbal mit der Kamera hätte ich hier gar keine Chance. Boah, geiler Sound, oder? Ja. Stimmt, ich werde gerade bezahlt dafür, dass ich hier Lambo fahre. So Leute, erste Fahrt im Aventador. Kaum kommt sprechen, weil es einfach mega, mega aufregend ist. Im Grunde mein größter materieller Traum, den ich mir jemals gesetzt habe, ist jetzt nach vielen Jahren in Erfüllung gegangen. Ich hoffe, man hört mich auch. Sau laut, war saugeil. Ja, ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Der Traum, jemals mir einen Lamborghini leisten zu können, hat mich, ich glaube, seitdem er 2011, glaube ich, kam der erste Aventador raus, ich fand immer schon eine Ultraschönheit dieses Fahrzeug. Ich sage, irgendwann möchte ich mir sowas gerne mal leisten können, aber gut, was habe ich da verdient? Damals 2011, weiß nicht, vielleicht 1700 netto. Aber ganz kurze Message auch, habe ich vorhin auch bei Instagram per Nachricht bekommen, wie inspirierend das hoffentlich auch für viele Leute ist. Vom ganz normalen Angestellten. Mein Höchstgehalt war damals, weil ich auch eine andere Steuerklasse hatte, weil die nichts weniger verdient hatte. Ich glaube, ich hatte 2200 Euro ausgezahlt netto. Jetzt sitze ich im gottverdammten Aventador. Ja. Ich hoffe, dass das eine enorme Inspiration, Motivation für viele ist, also dass ihr es positiv für euch nutzt. Anstatt zu sagen, was ist das Tor, was ich hätte, ich würde auch gerne, aber ich kann nicht. Glaubt mir, ich habe das immer, wenn ich irgendjemanden mit so einem Auto gesehen habe oder mit was auch immer, gesagt, das werde ich auch meiner Meinung nach mir als ultra krasse Motivation gesetzt. Ja, wir fahren jetzt gerade nach Leipzig, wir holen Dejans Auto ab. Dejan ist ultra krass aufgeregt, weil auch für ihn ein großer Traum in Erfüllung geht, den er sich jetzt leisten kann, da er seit September bei uns ist und wir voll durchgezogen haben in den letzten Monaten. Das ist alles erst der Anfang. Ja. Eigentlich krass, Andi, damit ist das Highlight für mich, für mein Leben im Moment gerade. Aber trotzdem ist es
erster Anfang von all dem, was wir jetzt gerade vorhaben. Das Team vergrößern, dadurch noch mehr krassere Sachen aufzubauen. Ihr könnt so doll gespannt sein. Und ja, ich genieße diese Fahrt. Ich gucke mir dieses Auto die ganze Zeit an und denke mir, es kann eigentlich gar nicht sein, dass ich überhaupt in diesem Fahrzeug sitze. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich fahre übrigens gerade meinen Arbeitsweg, den ich viele Jahre damals gefahren bin, um nach Wolfsburg zu VW zu fahren. Ich war dort als bei einer Fremdfirma angestellt. Ja, mein allererstes Gehalt waren 1.100 Euro netto, halt 1.600 brutto. Und damit habe ich mich dann irgendwann hochgearbeitet über 10 Jahre zu 2.200 dann, also weil es halt eine andere Steuerklasse auch war, sonst wäre es glaube ich 2.000. Und ja, das war eine lange Zeit für meinen täglichen Arbeitsweg mit meinem Megane, mit meinem Astra, mit meinem Signum. Das sind im Grunde meine ersten Autos gewesen. Ja. Auf unser Nordheim jetzt. Und jetzt sowas. Geil. Und das erste Mal ein bisschen unbegrenzt, aber ich will den noch nicht so dolle fahren. Aber ich muss ihn einfahren. Der hat 100 Kilometer erst gehabt, als wir ihn gerade abgeholt haben. Jetzt sind wir genau bei 204 Kilometer. Wir haben jetzt genau die doppelte Kilometerzahl. Aber auch so ein Auto will man natürlich ein bisschen einfahren. Ne? Echt? Alter. Das ist krass. Ich drehe euch mal durch, wirklich, ne? Crazy. Crazy. Schnell einfach mal auf 250 gewesen. Das war krass. Leute, ich sag euch nur eins, dieses Auto ist einfach nur pervers. Pervers, also wirklich. Das ist nicht von dem Planeten. Na, man, ich wüsste ja so, man sitzt hier drin, wie dass das, dieses Auto nicht von diesem Planeten ist, einfach ehrlich. Mega krass. Und dieser Sound von hinten, ne? Das ist brutal, ja? Das ist richtig krass. Heftig. So, Friends. Wir sind jetzt hier an der Tankstelle, wir machen eine kleine Pause. Dann geht es gleich auch schon weiter nach Leipzig. Da ist der geile Lambo von Markus. Ey, das Ding ist so fett, ne? Also in real. Nochmal andere Galaxie, muss man einfach mal sagen. Und Andi, was geht ab? Ach, nicht viel, ne? Pass ein bisschen auf das Auto auf. Bist du der Bodyguard? Ja. Nice. Okay Leute, wir sind angekommen. Maserati. Oh, so, was machen wir hier, Dejan? Ja? Was machen wir hier? Wir holen mein Auto ab. Nice. War bequem? Aber nee, bequem auf jeden Fall doch, aber man sitzt glaube ich dann auch sehr angespannt, weil es halt was komplett Neues ist. Aber ich glaube, wir können da nicht alle mit reingehen. Uha! Ja, ne? Mann, dein Auto. Wahnsinn. Ich kann es nicht glauben. Wie sieht's aus in Real Life? Heftig, heftig. Besser als im Traum, wa? Ich wüsste. Thank you.
So, der Gran Turismo Sport. Yes, es ist soweit, Leute. Dejan, ja? Wie fühlt es sich an? Wahnsinn, es ist echt heftig. Also, geiles Gefühl, oder? Boah, ist die Schnauze lange, boah, krass. Ja. Was? Was? Fuck. Einfach Wahnsinn. Ja. Klangtest bestanden, oder was? Ja, auf jeden Fall. Also der hört sich echt heftig an. Muss man einfach mal sagen. Kann man machen, ne? Ja, Mann, deine neue Karre. Ja, Mann. Ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, Robi. Scheiße. Was ist los? Sorry. Ey. So, sollen wir jetzt essen oder was? Ja, auf jeden Fall. Voll Hunger bekommen. So, wir machen jetzt keine Pause, wir werden uns aber hier reinsetzen. Also eigentlich sollten es 15 Grad sein, aber irgendwie sind es glaube ich nur 10 oder so. Sind ganz warm. Ja, jetzt eine Kleinigkeit snacken und dann geht's nach Hause. Ich wollte mich auch auf jeden Fall auf diesem Wege einmal ganz kurz bei euch bedanken. Es ist einfach krank, was ihr macht. Das sind alles Nachrichten, die ich bekommen habe. Das ist heftig. Das ist crazy, das ist crazy. Danke euch. Ja. Jetzt muss Markus auch noch filmen hier. Was ist passiert? Die Schläuche sind so krass verlegt gewesen, weil ja das nach dem Motortuning sind ja alle, wie nennt man das, alle Riemen offen. Ist ja alles offengelegt. Sind ja so. Und da ist irgendwie ein Schlauch hingedreht. Und dann ist der Riemen die ganze Zeit im Schlauch, der lange Riemen. Und hat dann den Schlauch aufgerissen. Und hat jetzt viel mit der Flüssigkeit ausgelaufen. Was war denn jetzt? Ist denn hier an der Kiste weit? Was denn nicht? Was ist denn hier an der Kiste? Was ist passiert, Dejan? Wir waren am Fahren und dann wart ihr weg. Wir kommen zu euch. Okay, gute Zusammenfassung. Dejan ist auf Überlebensmodus geschaltet, er merkt seinen Körper nicht mehr. Diese Kälte. Ey, ihm wird jetzt hier so warm. Der Körper stellt auf Überlebensmodus, schützt nur noch die wichtigen Organe. Jetzt spricht nichts mehr. Ja, schützt die wichtigen Organe. Nicht ohnmächtig werden beim Fahren. Ah. Andi, du bist ja dabei, ne? Alter. Warum nicht? Willst du nicht lieber mit Dejan fahren? Was ist denn hier los?
Fahr zurück. Mit 300 km/h hier. Eieiei. Vor uns ist Markus mit seinem Lambo. Dejan, was ist dein Fazit? Boah, das ist einfach unglaublich. Unglaublich. Wirklich. Na geil. Der Tag ist vorbei. Okay. Boah, ich bin irgendwie ziemlich aufgeregt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so ein neues Auto und dann eine Nacht fahren, das ist überhaupt nicht für mich. Ja, also ich war schon nervenaufreibend, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Das war echt eine wilde Fahrt, sag ich mal. Und das Krasse ist, als ich ihn vollgetankt hatte, hat er 410 Kilometer Reichweite. Ja. Dann sind wir ja kurz mal schneller gefahren mit 260. Auf einmal, ich weiß nicht, 20 Kilometer gefahren oder so, auf einmal waren 100 Kilometer schon weniger. Boah. Deswegen sind wir dann ja langsamer gefahren, dann sind wir nur noch 180 gefahren und dann ging's. Dann war hatten wir irgendwie 300, dann 290, wieder hoch. So Leute, der Tag geht zu Ende. Extrem krasse Emotionen bei Dejan, bei mir, ich glaube bei allen irgendwie, war ja mega geil, hat so viel Spaß gemacht. Ja. Hat man auch an den Gesichtern von Andi gesehen, von Denise. Dann auch noch so ein Ding da mit dem Jeep dabei. Also wir haben heute alles durch. Highlight in Hannover, komplette Strecke mit so einem Wagen nach Leipzig gefahren, essen gegangen, so viele Leute, die dieses Auto angeguckt haben. Dann der Jeep, eine Panne, 2 Stunden, glaube ich, auf den ADAC gewartet. Alles dabei gewesen. Ich glaube, da können wir uns viele Jahre dran erinnern. Jetzt geht's nach Hause, die Kids sind schon im Bett. Ja, die Oma und Opa haben uns ins Bett gebracht. Eigentlich wollten wir ja 2-3 Stunden vorher hier sein. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird auf jeden Fall, ihr habt es mir über Instagram schon geschrieben, es wird auf jeden Fall noch ein extra Video für den Lambo geben, wo wir so richtig geile Cinematic-Shots machen, vielleicht in Harz fahren oder sowas. Aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch auch ein bisschen freuen, sag ich mal. Das für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Kitas Traum schon fast. Und ja, ich sage, das ist nur eins der nächsten Level, die ich erreicht habe oder die wir alle gemeinsam erreicht haben. Jetzt geht's aufs nächste Level zu, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich mega. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Bis dann.